Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Danganronpa V3 und ich habe mich entschieden, dass wir die erste Freetime einfach mal mit Kaito machen werden. So, mein Opfer, du bist dran. Oi, oi. Meteoriten auf der ganzen Welt. Nein, es bringt nichts jetzt darüber nachzudenken. Ich sollte besser an etwas anderes denken. Ja, wir hängen mit ihm ab, vor allem weil, wenn er vielleicht wirklich bald stirbt, oh Mann. Alles klar, lass uns beginnen. Es gibt eine Theorie, dass der Mond kreiert wurde, als ein riesiger Meteorit auf die Erde fiel. Ach ja? Ach so, ja, klar. Ich dachte eben an den Meteoriten während der Dinosaurier, da dachte ich so, ich glaube eher nicht, aber... Ich verbrachte etwas Zeit mit Kaito und diskutierte über die Mysterien des Weltraums. Wir sind uns etwas näher gekommen und wir wollen ihm auf jeden Fall etwas schenken. So, ich habe hier schon mal die Seite geöffnet. Ich muss nur Kaito noch finden, was ihm gefällt. So, 14, 23, 24, 14, aber das hatten wir ihm schon mal geschenkt. Ich weiß nicht, ob es beim zweiten Mal noch genauso geil ist. Ich glaube, ich nehme das mal. Ja. Gibst du mir das? Ha, du kennst mich so gut. Alles klar. Als Dank für dieses coole Geschenk erzähle ich dir eine coole Geschichte. Hey, wenn du zurück bist, bedeutet das, du willst dir meine Geschichten wirklich anhören, hm? Na, wenn du das so willst. Du warst doch derjenige, der meinte, er würde die Geschichte beim nächsten Mal zu Ende erzählen. Also, wo hatten wir aufgehört? Nun, du hast Horden von Gegnern an Piraten abwimmeln müssen und hattest gerade dein Schiff verlassen. Ach ja, stimmt, er hat ja so eine verrückte Geschichte erzählt. Richtig. Was war nochmal danach passiert? Oh, ich erinnere mich. Etwas Unglaubliches ist geschehen, bevor ich das Boot verlassen konnte. Du sagst, es war unglaublich, aber du hast es vergessen? Das behalte ich lieber für mich. Nach dem Kampf begab ich mich in Richtung des Hafens, aber ich wurde in einen Sturm... Ein Sturm erwischte mich. Ich dachte, ich wäre erledigt, aber als ich mich gerade auf das Schlimmste vorbereiten wollte, da wurde mein Boot von einem Wal gefressen. Ah, verstehe. Was für eine Art von Reaktion ist das denn bitte? Denkst du etwa, ich lüge? Es war ein Walmann. Das zweitschlauste Ding auf der Erde nach mir. Es sah vermutlich meine Großartigkeit und versteckte mich in seinem Magen. Weit weg von dem Sturm. Okay, ich hätte nicht erwartet, dass du eine solch verrückte Geschichte erzählen würdest, Kaito. Ego. Als ich im Hafen ankam und endlich das Land betreten konnte, da fiel mir etwas auf. Ich hatte versucht, das Meer zu besiegen, eher nicht zu... Oh, conquer ist... Oh, ich komme gerade nicht auf das Wort, es zu übernehmen halt. Und es hatte gewonnen. Also entschloss ich mich, dass mein nächster Move sein würde... Ah, endlich kommt er zu der Sache mit dem Weltall. Das Land zu übernehmen. Ich verkaufte mein Boot und all meine Besitztümer und ging in den Dschungel. Und genau wie beim Meer war es ein wildes Abenteuer. Ich musste mir meinen eigenen Weg durch das Dickicht schneiden und da traf ich auf etwas. Eine gigantische Anaconda, die einen ganzen Mann verschlucken konnte. Okay, dieser Teil der Geschichte scheint nicht so... Ja, großartig zu sein wie der Teil mit dem Meer. Aber das war nur der Anfang. Die Anaconda zu besiegen öffnete ein Tor. Ein Tor? Zu was denn? Ein Tor in die Unterwelt. Er war der Beschützer gewesen. Was? Die Unterwelt? Ja, dort gab es eine ganze Zivilisation in einer riesigen unterirdischen Höhle. Ich habe ihr Königreich übernommen und... der Anführer dieses Königreichs wurde dann zu meinem Sidekick, aber... Ja, aber das Zeitlimit, das war so schnell vorüber, oder es kam so schnell, und ich musste wieder zurück zum Haus meines Großvaters. Das Zeitlimit? Naja, klar, also meine Sommerferien waren halt vorüber, hm? Huh? Wow, du hattest aber ganz schön lange Sommerferien, oder? Und jedenfalls, ich weiß immer noch nicht, warum du dich entschlossen hast, ein Astronaut zu werden. Hä? Huh? Warum ich ein Astronaut werden will? Darüber haben wir gerade gesprochen?
Ja, darüber haben wir gesprochen. Na, ganz einfach. Das Universum ist die letzte Grenze, die ich noch überwinden muss, um alles bekommen zu haben, also alles übernommen zu haben. Und das ist ziemlich cool, nicht wahr? Sind Astronauten nicht das Coolste, das Beste? Okay, also war der Grund im Grunde genommen einfach nur, weil es cool ist? Das passt zu Kaito irgendwie. Es ist halt cool, Mann. Ja, Kaito sah ziemlich zufrieden aus mit seiner Geschichte und ich kehrte auf mein Zimmer zurück. Ich will jetzt noch einmal wissen, was Conquer wirklich perfekt übersetzt heißt. Eingenommen, das passt alles nicht. So, Conquer, perfekt übersetzt ist erobern. Oh Mann. Oh, das hat mir echt auf der Seele gelegen, dieses Wort. Das ist eine offizielle Ankündigung der Ultimate Academy. Es ist nun 10 Uhr abends, die Nighttime beginnt. Lange wach zu bleiben ist schlecht für eure Haut. Also vielleicht solltet ihr Bastarde einfach ins Bett gehen, okay? Der Grund, warum ich nicht schlafen kann, ist, weil ich die ganze Nacht an dich denken muss, Monofani. Badum! Was? Das kannst du doch nicht einfach so sagen, plötzlich. Es ist ziemlich verrückt, wirklich. Ich habe nie zuvor auf diese Art und Weise an dich gedacht. Hey, wann hast du dir deinen Weg in mein Herz geschmuggelt, hm? Badum! Also, was wirst du tun? Wir können nicht. Wir sind doch eine Familie, weißt du? Du kannst nicht... Vergiss das! Ich brauche dich, Monofani. Und ich will dich, Monotaro. Oh Mann. Was war das? Naja, jetzt nicht die Zeit, sich um die Monocups Gedanken zu machen. Es ist Zeit fürs Training. Ich habe das Gefühl, das hätte ich schon lange nicht mehr getan. Alles klar, dann mal nach draußen. Ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben ja immer so fleißig trainiert, ne? Für mich fühlt es sich auch an, als wäre es ewig her. Oh, Gonta. Gonta? Oh, Shuichi. Du solltest wieder aufs Zimmer gehen. Es ist Nachtzeit. Oh, es ist nur, dass ich versprochen habe, mich mit Kaito und Maki zu treffen. Oh. Angie ist fort und Schülerrat existiert nicht mehr. Aber Gonta denkt immer noch, es ist am besten, nachts nicht rauszugehen. Weil Ryoma nachts getötet wurde und Angie auch. Das ist wahr. Aber das Versprechen, das ich Kaito gegeben habe, ist mir wirklich wichtig. Das kann ich nicht zerstören. Ich verspreche dir, danach komme ich sofort wieder zurück. Und ich werde dafür sorgen, dass wir alle zusammenbleiben. Gonta ist unvorsichtig momentan. Gonta weiß nicht, dass du so ein wichtiges Versprechen mit Kaito hast. Gonta, so nutzlos. Nein, nein, überhaupt nicht, Gonta. Mach dir darum keine Gedanken. Wir alle wissen doch, wie doll du dich um uns sorgst. Gonta? Shuichi, Gonta hat eine Entscheidung getroffen. Hä? Was hast du entschieden? Also eigentlich wird Gonta es morgen allen erzählen, wenn alle zusammen sind. Gonta wird heute Nacht gut schlafen und sich für morgen vorbereiten. Gute Nacht. Gute Nacht, Gonta. Ich frage mich, zu was er sich entschlossen hat. Naja, wir werden es wohl morgen herausfinden. Sehr interessant. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht Gonta tatsächlich... Also ich glaube, dass er irgendwann noch stirbt, weil er ist so lieb. Und irgendwie will Danganronpa einen ja fertig machen. gut, da bist du ja, Bro. Ja, es ist so lange her, seitdem wir drei das gemacht haben. Das lag daran, weil Kaito Angst vor Geistern hat. Ich hatte keine Angst. Warte, bring mich nicht dazu, an sie zu denken. Als ich zum ersten Mal Maki und Kaito traf, da hätte ich mir niemals vorstellen können, dass wir mal so miteinander abhängen würden. Jedenfalls, lasst uns loslegen. Erstmal 100 Sit-Ups. Los, ihr strengt euch besser an. Wir drei bildeten eine Linie auf dem Gras und begannen mit unserer Routine. 1, 2, 3. 25, 26, 27, 28. Maki, du bist viel zu schnell.
Wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, ist das Universum so unglaublich weit. Hey, weniger labern, mehr arbeiten. Was ist mit den Sit-Ups? Kaito. Kaito stand langsam auf. Sein Körper, ja, weigerte sich so ein bisschen, schneller zu machen. Tut mir leid, ich muss mal auf Toilette. Sorry, irgendwie wollte das Wort gerade nicht kommen. Kaito begann langsam Richtung Schulgebäude zu laufen. Ich frage mich, was mit ihm los ist. Er scheint ja sich nicht sonderlich zu beeilen auf seinem Weg zum Badezimmer. Willst du, dass ich nach ihm schaue? Ich bin gerade fertig geworden mit meinen 100 Sit-Ups. Was? Jetzt schon? Aber, vielleicht solltest du nicht gehen, weil, ich meine, es ist das Badezimmer der Jungs. Ist dir das noch gar nicht eingefallen? Willst du sterben? Tut mir leid. Schon okay. Übrigens, das scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um zu fragen, aber... Mochtest du Kaede? Nun, ich bin davon ausgegangen, dass du sie nicht mochtest, denn das wäre seltsam gewesen. Was meinst du damit, seltsam? Naja, jemanden zu mögen, den man gerade erst kennengelernt hat. Vor allem in einer Situation wie dieser. Dann sag mir, unter welchen Umständen ist jemanden zu mögen denn nicht seltsam? Ich weiß nicht. Ich verstehe nicht so ganz, was das ist. Ach, wie auch immer. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ja. Vergessen, dass du gefragt hast? Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Maki? Ach, kein besonderer Grund. Ich war nur neugierig. Kein Grund? Maki, du bist grausam. Du fragst mich eine persönliche Frage und dann tust du so, als wäre es dir egal. Hey, habt ihr etwa miteinander rumgemacht, während ich fort war? Perfektes Timing, wie immer, Kaito. Jedenfalls, was ist denn los, Kaito? Warum bist du plötzlich gegangen? Ja. Ach, ich habe zu viel Wasser getrunken vor dem Training. Aber ich habe mich jetzt entleert. Alles gut jetzt. Also, lasst uns weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Diesmal hauen wir voll rein. Weitermachen? Ich erinnere mich nicht, dass du überhaupt ein Sit-Up gemacht hättest, Kaito. Also dann von Anfang an. Natürlich müsst ihr dann aber mit mir von neuem beginnen. Ich habe meine 100 bereits vervollständigt. Ach, sei nicht so kalt. Kein Weg ist lang, wenn man gute Begleitung dabei hat, richtig? Ich glaube, dass dieser Satz auf unsere Situation gerade nicht zutrifft. Er macht wieder nichts. Möge euer Schweiß all die Trauer, Angst und Sorgen wegmachen? Beginnt einfach euren Körper zu bewegen und euer Schmerz wird sich in Erinnerungen verwandeln, bevor ihr wisst, wie euch geschieht. Dann solltest du auch trainieren. Tja, ich hab halt nichts, um das ich mir Sorgen machen müsste. Weil ich meine, ich bin Kaito Momota. Ich bin der Stern der Sterne. Hey, nicht fair, Kaito. Die drei sind echt meine Lieblinge. Letztendlich überzeugte uns Kaito, alle Sit-Ups nochmal zu machen. Aber Kaito und ich mussten aufgeben und nur Maki war in der Lage, ja, es zu beenden, also alle 100 zu schaffen. Erneut. Das ist echt hart. Oh, ich bin so erschöpft. Eine Menge ist heute passiert, aber es gibt etwas, was mir immer noch Sorgen bereitet. Dieses Flashback-Licht heute Nachmittag. All diese Meteoriten. Das Goofer Project.
Dieser mysteriöse Kult. Stehen sie irgendwie in Verbindung mit der Jagd auf die Ultimativen oder dem Begräbnis oder dem Killing Game? Diese Antworten könnten uns retten. Aber egal, wie sehr ich auch versuche, es zu lösen, es ist alles ein Mysterium. Darüber nachzudenken, was ich gesehen habe. Achso, während ich darüber nachdachte, was ich alles gesehen hatte, schlief ich ein. Monokuma Theater! Mal gucken, wer... das ist mega gruselig. Das erinnert mich an irgendeinen Film, aber ich weiß gerade nicht, aus welchem das ist. Verflixt. Habt ihr euch jemals gewundert, warum Fußballspieler Zahlen auf ihren Oberteilen tragen? Diese Zahl zeigt an, wie viele Mochi jeder Spieler isst. Okay, diese Zahl besagt, wie viele Mochi jeder Spieler erhält in der rote Bohnensuppe, die er nach dem Spiel bekommt. Es ist halt zu viel Arbeit für den Typen, der diese Suppe zubereiten muss, bei jedem Spieler nachzufragen nach dem Spiel. Und deswegen ist es viel leichter, während des Spiels auf die Zahlen auf dem Rücken der Uniform zu achten. So kann er die rote Bohnensuppe während des Spiels vorbereiten. Und dann ist die rote Bohnensuppe fertig, wenn das Spiel vorüber ist. Und wenn die Spieler dann eine andere Anzahl an Mochi haben wollen, können sie ja einfach die Oberteile miteinander tauschen. Ihr wisst ja, manchmal nach den Spielen tauschen die Spieler ihre Oberteile aus. Ja, das machen sie, um die Anzahl an Mochi auszutauschen, die sie nach dem Spiel essen dürfen. Oder müssen. Oh, aber beim Baseball ist das anders. Da besagt die Zahl, wie viele Fleischstücke man in seinem Curry erhält. Und beim Volleyball geht es darum, wie viele Scheiben Schweinefleisch man in seinem Rahmen bekommt. Also, ihr seht, die Zahlen der Oberteile beim Sport sind ganz unterschiedlich auszulegen. So, das war der Random Trivia Corner, vorgestellt von Monokuma. Oh Mann. Totaler Blödsinn, würde ich sagen. Aber eine lustige Idee ist auf jeden Fall. Ich frage mich manchmal, wann den Entwicklern sowas einfällt. Oh, das hat sich ja schnell gewandelt. Es ist 8 Uhr morgens. Wie lange willst du weiter weinen, du nervige Bitch? Du weißt, wie beschäftigt ich bin bei der Bandprobe, beim Zocken und beim Pachinko. Jetzt gib mir schon Geld, schnell. Nein, nein, bitte nicht in den Magen treten. Du kannst mir gerne ins Gesicht treten. Lass einfach das Geld auf dem Schrank liegen und raus hier. Vorher warst du nicht so. Du warst so nett. Ich habe die Vergangenheit vergessen. Hast du etwa vergessen, dass ich vergesslich bin? Komm schon, beeil dich. Nein, nicht der Bauch. Was ist mit denen über Nacht geschehen? Ich schätze, es ist auch irgendwie egal. Ich sollte mich auf den Weg in die Mensa machen. Okay, gucken wir mal, ob wir irgendwen treffen können, mit dem wir ein Event auslösen können. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe eben. Ich habe fast genug Casino-Münzen erspielt, damit wir diesen Love Key holen können. Aber ein paar fehlen mir noch. Also ich brauche, glaube ich, 2000. Ich habe jetzt, 10.000 und ich habe jetzt 8.000, also es fehlen 2.000. So. Maki, guten Morgen. Guten Morgen. Oh, das ist ein bisschen seltsam. Kaitos, ja, wie nennt man das? Er denkt halt über nichts nach. Er ist total entspannt. Durch seine totale Entspanntheit war letzte Nacht schon irgendwie ein seltsamer Tag. Aber sie sprach darüber, als wäre es ihr egal und das beschäftigt mich. Hey, wegen gestern Nacht. Was? Nee. Du dachtest vermutlich, es wäre mir egal, aber das war es mir nicht. War es nicht? Du solltest wirklich kein Detektiv sein, wenn du einfach Dinge annimmst, ohne erst zuzuhören. Maki, aber was hast du dann versucht zu tun? Warum hast du das Thema angesprochen? I don't know. Hallo, Himiko. Nee. Guten Morgen, Himiko. Guten Morgen. Bist du erschöpft?
Das liegt nur daran, weil ich aus meinem Zimmer gerannt gekommen bin. Was? Nur deswegen bist du erschöpft? Und wieso bist du gerannt? Hast du es eilig? Yuika! Ich habe mich entschlossen, mein Leben nach vorne blickend zu leben. Deswegen kann ich nicht aufhören. Ich kann nicht einmal gehen. Ich muss immer rennen. Ist das nicht ein bisschen extrem? Ist es extrem? Ich weiß, du willst immer positiv sein, aber das bedeutet ja nicht, dass du anfangen musst zu sprinten. Du willst ja auch nicht zu schnell leben. Das macht mir Sorgen. Ist das so? Himiko? Ja. Ach, ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Ja, in Gedenken an Tenko und Angie will ich mein Leben nach vorne blickend leben. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss vermutlich dafür bezahlen, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, dass alles ätzend ist. Naja, wie wäre es, wenn wir erstmal mit ein bisschen Training beginnen? Hier, das hier ist ein Keikogi-Belt, also, wie heißt denn das? Gürtel. Keikogi-Gürtel. Den kannst du tragen und im Dojo trainieren, so wie Tenko. Und das macht mich positiver? Kann ich dann mein Leben nach vorne blickend leben? Na, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber es ist auf jeden Fall besser, als einfach nur herumzusitzen und nichts zu tun. Du hast recht. Triff mich dort, Shuichi. Ja, okay. Natürlich, Himiko. Danke, Shuichi. Du bist eine gute Person, aber macht dich das auch zu einem guten Detective? Ein Detektiv in Ausbildung. Jedenfalls, wann willst du denn dann trainieren? Man sagt ja, gute Dinge soll man schnell tun, also beginne ich direkt nach dem Frühstück. Also, wir sehen uns später. Ja, super, dann haben wir quasi die Extraszene wahrscheinlich dieses Tages ausgelöst. Dann müssen wir ja jetzt nur zur Mensa. Wundervollst. Was haben wir überhaupt zu besprechen? Eigentlich nicht viel, oder? Beim Frühstück? Und wo war nochmal die Mensa jedes Mal wieder, ey? Aber finde ich nett, eigentlich stehen die ja immer wirklich im Weg, die, mit denen man dann eine Extra-Sequenz auslösen kann. Also wenn man das Item im Inventar hat, kann eigentlich nicht mehr viel schieflaufen. Ich glaube, sind alle da. Ach, Gonta wollte uns ja was sagen. Als ich die Mensa betrat, hörte ich eine laute Stimme. Aber wir müssen es tun. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wie ich schon sagte, das ist unvorsichtig. Es gibt doch noch zwei Exercises, richtig? Gonta weiß das, aber... Zu sehen, wie Freunde verschwinden, wie alle schwächer werden. Gonta kann nicht mehr. Deswegen muss Gonta Monokuma bekämpfen. Monokuma bekämpfen? Shuichi, gutes Timing. Sprich ihm zu. Gonta sagt ganz sinnlose Sachen und er hört nicht auf uns. Gonta weiß, dass es unvorsichtig ist, aber es ist einzige Möglichkeit, alle zu retten. Hier warten und nichts zu tun und nur weitere Opfer zu bekommen. Deswegen will Gonta sein Leben riskieren. Echte Gentlemen würden Leben riskieren. Gonta gibt gerne sein Leben, um alle zu retten. Gonta, ich weiß, wie du fühlst, aber denkst du nicht auch, dass du es ein bisschen übereilst? Ja, es ist wirklich unvorsichtig, gegen sie zu kämpfen, wie sagt man denn? Mit leeren Händen? Ah, eher sinnlos. Du solltest das nicht tun. Und selbst wenn du es tun würdest, es würde das Killing Game sowieso nicht stoppen. Was? Wieso nicht? Naja, warum solltest du das Killing Game überhaupt stoppen wollen? Es ist doch gerade erst lustig geworden. Es wäre wirklich eine Schande, es jetzt zu stoppen. Ihr seid doch alles Idioten. Stimmt irgendwas nicht mit euren Köpfen? Mit deinem Kopf stimmt was nicht. Ach, sag mir nur, seid ihr etwa zuversichtlich genug, dass ihr das Spiel gewinnen könnt? Gott, wenn ihr wirklich solche... Wie sagt man dazu? Solche... Schwächlinge seid? Dann könnte es passieren, dass ihr verliert, wisst ihr? Aber in meinem Fall bin ich voller Zuversicht. Ich werde dieses Spiel gewinnen. Egal, was passiert. Das Spiel gewinnen? Hast du etwa vor, der nächste Täter zu werden? Ich, der nächste Täter? Ja, klar. Wenn mir das helfen würde, zu gewinnen, würde ich es tun. Ist das dein Ernst? Natürlich. Spiele sind doch nur lustig, wenn man sie mit Ernsthaftigkeit spielt, richtig? Also kommt schon, Leute. Lasst uns mehr Spaß an der Sache haben.
Man hat nicht häufig die Chance, an einem Killing Game teilzunehmen, wisst ihr? Also, wer wird das nächste Opfer sein? Das Spiel kann nicht weitergehen, bis es ein weiteres Opfer gibt. Also los, jemand möge schnell morden. Und wenn nicht, werde ich jemanden ermorden. Wie ich versprochen hatte, verstanden? Du, es reicht. Kaito rannte auf Kokichi zu wie eine Pistolenpatrone und... wie eine Kugel aus einer Pistole. Oh. Kokichi, was zur Hölle ist in dich gefahren? Du hattest von Anfang an nicht alle Tassen im Schrank, aber das ist ein völlig neues Level von Seltsamkeit. Wenn du so weitermachst, muss ich wieder etwas Verstand in dich hineinprügeln. Eigentlich hast du ihn schon geprügelt. Kaito, bitte hör auf, es gibt niemals einen guten Grund, um gewalttätig zu werden. Selbst kleinere Aggressionen können zu solch schlimmen Dingen wie einem Mord führen. Kibo hatte Kaito erreicht. Er ließ seine Faust fallen. Gut, ich höre erst erstmal auf. Aber Kokichi, diese ganze bescheuerte Rede von dir gerade eben war eine Lüge. Wow. Vielleicht muss Gonta es tun. Wenn Freunde so kämpfen, dann muss Gonta gegen Monokuma kämpfen. Wie ich schon sagte, das kannst du nicht tun. Bitte sei nicht so unvorsichtig. Ja, das stimmt. Es gibt keinen Grund, so unvorsichtig zu sein. Hä, Miu? Was? Sowas sagt Himiko? Das Einzige, bei dem du unvorsichtig sein solltest, ist dieser... ich glaube, das heißt ernsthaft, dieser Baum... Wie heißt das denn? Oh mein Gott. Dieser Baumstamm... große... Penis? Von dir? Ah, tatsächlich, das würdest du normalerweise sagen. Aber warum bist du plötzlich besorgt? Ich meine es ernst. Es gibt wirklich keinen Grund für Gonta, so etwas zu tun. Weil ich, Miu Iruma, das wundervolle Mädchengenie, euch alle retten werde. Hä, uns retten? Verstanden? Wartet nur ein bisschen länger. Ich werde euch in eine Welt bringen, in der das Killing Game nicht existiert. Eine Welt, in der das Killing Game nicht existiert? Wartet nur ab und ihr werdet es sehen. Aber ich halte meinen Plan geheim. Ich liebe es. Ich liebe das. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ja, ich auch. Ist ja interessant. Nachdem wir in dieser seltsamen Atmosphäre Frühstück gegessen hatten, kehrten wir auf unsere Zimmer zurück. Was hat Miu vor? Oh je, und Kokichi ist jetzt ziemlich sauer, aber er hat halt auch ganz schön provoziert, ne? Ich habe versprochen, Himiko zu treffen. Ich muss mich auf den Weg zum Dojo machen. Da wären wir, aber ich mache an der Stelle erstmal einen kleinen Cut, meine Lieben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Danganronpa V3 wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.